Bei einem Unfall im Rahmen der sogenannten Cold Water Challenge ist in Isselburg-Herzebocholt ein 34-jähriger Familienvater ums Leben gekommen. 5 weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatten etwa 14 Mitglieder eines Kegelclubs eine Bierzeltgarnitur auf einem Stoppelfeld aufgebaut. Sie wollten sich dann mittels eines Teleskopladers mit etwa 2000 Litern Wasser übergießen lassen. Der Fahrer fuhr die Schaufel etwa 6 Meter hoch aus. Das Fahrzeug verlor dann das Gleichgewicht und kippte nach vorn. 8 Personen konnten sich in Sicherheit bringen, 6 weitere wurden getroffen. Es waren 2 Rettungshubschrauber hier im Einsatz und einer dieser Rettungshubschrauber hat eine der verletzten Personen in ein Krankenhaus nach Enschede geflogen. Notfallseelsorger kümmerten sich um Angehörige und Beteiligte. Ja, es gab natürlich, wie es so üblich ist bei diesen Cold Water Challenges Wettbewerben, gab es natürlich auch eine zahlreiche Anzahl von Schaulustigen, die dann natürlich auch alle unter dem Eindruck des Geschehens standen. Und hier sind umfangreiche Betreuungsteams jetzt der Notfallseelsorge sowohl für die Schaulustigen als auch hier für die Einsatzkräfte vor Ort.